Wir sind wieder einmal in Belgien für die heutige Runde dieser Formel-1-Weltmeisterschaft. Dieses Rennen wurde 6-mal vom legendären Ayrton Senna gewonnen. Und 2019 schaffte Charles Leclerc etwas, was zuletzt Michael Schumacher 1992 schaffte, nämlich seinen Premierensieg hier in den Ardennen. Die Strecke von Spa-Francorchamps ist eine historische Rennstrecke mit 19 Kurven und einer stattlichen Länge von 7 Kilometern. Hier müssen die Fahrer nicht nur mit einem Höhenunterschied von mehr als 100 Meter, sondern auch mit langen, geraden und hohen Geschwindigkeiten in den Kurven zurechtkommen. Wer hier gewinnen will, der muss alles perfekt hinbekommen, denn das hier ist die Ardennenachterbahn. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Naja, Heiko, man muss mit dem Gaspedal schon etwas aufpassen. Man muss diszipliniert bleiben und darf nicht versuchen, das Rennen schon in der ersten Runde zu gewinnen. Manchmal muss man auch den Fuß vom Gas nehmen, um den Abstand zu den anderen zu vergrößern. Es zahlt sich zwar manchmal aus, im Pulk als Letzter zu bremsen, aber es ist auch ein leichter Weg, seinen Frontflügel zu verlieren. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Albon, Lance Stroll und Ricciardo. Perez, Sainz, Norris und Esteban Ocon. Richards, Gasly, Dani Quert und Verstappen. Raikkonen, Grosjean, George Russell und Nicolas Latifi. Magnussen und Antonio Giovinazzi startet aus der letzten Reihe. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, da sind wir wieder zurück und wir schauen. Haben wir keine Medium-Ummeldung? Ich habe auch mal keine Medium. Scheiße. Nur zweitens sind die Mediums. Die Frage ist, warum kann ich nicht mit den Dings fahren? Naja, dann ist es halt so. Doch nicht änderbar. Schade. Ich wäre so gerne auf Mediums gestartet. So. Weil die Strecke ja auch nicht Sprit frisst und wir müssen einen kleinen Vorteil, den Nachteil ausgleichen. Also tatsächlich durch Verstappen und Strafe sind wir doch noch auf 11 jetzt gestartet. So. Ich habe gar keine Möglichkeit auf Dings zu wechseln, ne? Die Startreifen zu ändern. Naja, müssen wir es halt irgendwo mitleben. Schade. Gut, gehen wir ins Rennen hier in Belgien. Das war also in Richtung Rennen. Also Teamkollege vorne weg. Der große Rivale steht aber hinter uns auf 14. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Ja, Tesla hat einen Punkt dazu zu sagen. Es sind tatsächlich genau in diese 10 Plätze. Mal gucken, was unser Teamkollege macht. Mal gucken, was überhaupt dieses Rennen heute macht mit uns. Und wir wollen es ja im Idealfall heute gewinnen, aber das wird von Platz 11 so schwierig werden. Aber nicht unmöglich. Vielleicht ein bisschen Glück mit der Safety Car, mit der Boxenstrategie. Mal gucken. Es sind 11 Runden, die werden durchaus spannend und vielleicht schaffen wir es. Die Trainingsergebnisse sind gar nicht mal so schlecht. Im Qualifying hat Lewis zurückgeschlagen. Da war der Abstand dann doch ziemlich, war ja doch relativ knapp zwischen uns. Ja, halt vorne. Aber der Rest der Konkurrenz war eine Sekunde hinter uns. Also, naja, mal gucken, wie es läuft. Drittletzte, viertletzte Rennen dieser Saison. Oder überhaupt für dieses Spiel sogar. Nächste Woche wieder Italien. Und dann haben wir dann nur noch Russland, Brasilien und dann hätten wir es geschafft, F1 2020 abzuschließen und dann können wir uns ganz langsam auf F1 22 vorbereiten. Aber schauen wir mal.
So, muss jetzt natürlich ein bisschen dahinter bleiben, klar. Ist halt noch kein Rennen. Im Idealfall müssen wir so schnell wie möglich Ocon abkochen. Vielleicht genau ist noch mit Castillo in Kurve 1, aber ich glaube, Ocon wäre das übel, größere Übel, weil den möchte ich eigentlich so gern wie möglich mal loswerden. Und in Kanada haben wir ja vom Platz 12, glaube ich, auch kommend, es geschafft, Zweiter noch zu werden. Mal gucken. Ja, dann unser großer Rivale, Max Verstappen, steht zumindest mal ganz hinter, steht nochmal drei Plätze hinter uns. Mal gucken, wie schnell der da an den beiden Alpha Tauri vorbeikommt. Die steht nämlich vor ihm. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. So, wichtig ist, heute jetzt ein guter Start zu bekommen. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. So, der Start ist erfolgt. Und jetzt bremsen alle schon für Kurve 1 an. Mal gucken, wie weit es für uns schon nach vorne geht. Oh, mal auf Platz 8 vor Perez, der jetzt hinter uns hängt. Also schon mal ein bisschen was hinter uns gehalten. So, Zoll muss jetzt gerade bremsen wegen Sainz da vorne. Ja, ich muss jetzt mit aufpassen wegen Sainz, damit der mir nicht vor die Karre bremst. Deswegen muss ich diesen Schlenker machen drüber. Es war keine Absicht, um Zoll wegzudrücken oder sonst irgendwas. Great first lap. Keep it up. Sind wir siebter momentan schon. Also vier Plätze haben wir schon mal geholt. Wir sind an einem Trio da hinten, da sind wir dran. Aber wie gesagt, es war eigentlich nur wirklich eine Ausweichung auf Sainz. War keine Absicht, den Zoll da wegzuhauen oder wegzudrücken. Aber der fährt ja auch noch. Der ist da hinter uns. Aber zumindest mal schon an unserem Spitze Ocon vorbei und an den beiden Racing Point. Jetzt aber ich mich so weit wie möglich nach vorne schon mal ein bisschen reinzukommen ins Rennen wieder. So, Angriff gegen Sainz und da haben wir auch schon gelöst. Sind wir sogar Sechster. Also ich arbeite mich jetzt gerade wirklich in dieses Rennen rein. Hamilton zieht schon wieder ein bisschen weg vorne. Nee, Hamilton zieht gar nicht weg, Hamilton Zweiter. Der ist vor Ricciardo, glaube ich, oder? So, jetzt geht's in die Bus-Stop gegen Albon. Ja, da zieh ich zurück. Das ist zu riskant, da reinzugehen. Aber wie gesagt, fünf Autos überholt in der ersten Kurve. In der ersten Runde. Noch immer eine schöne Runde. So, Angriff. Albon. Natürlich, dass ich da wieder platt. Okay, good work. Great pass. Hab ihn. Leichtes Berühren, klar. Also, da war auch nicht beabsichtigt, da bin ich ein bisschen was rausgefangen. Und habe zumindest mal den zweiten Red Bull kassiert. Und jagt mir jetzt gerade den Ricciardo da vorne. Vettel führt übrigens. Vor Lewis Hamilton, Leclerc und Ricciardo. Aber wir arbeiten uns gerade so ein bisschen mit ran. Und wenn das Tempo weiter so geht, kann man dieses Rennen sogar gewinnen. Aber das ist noch ein bisschen Ferne Zukunft. Es sind noch 9 Runden hier. So, da bin ich schon mal rangekommen an Ricciardo. Wir können stehen ein bisschen überraschen. Der Mercedes funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Jetzt der Angriff gegen Daniel Ricciardo. Nee. Das ist genau das, was ich meine. Da musste ich so auf die Eisen gehen. Da gab es trotzdem diese leichte Berührung gab. Jetzt haben wir nämlich Albon an uns dran. Aber Glück gehabt. Jetzt müssen wir nämlich noch ein bisschen zurückfighten. Puh, leichte Berührung mit Daniel Ricciardo, glaube ich. Ich weiß gar nicht, da gab es überhaupt eine Berührung. Kann sein, dass es da keine gab, wenn er wirklich kam. Aber ich wollte ihn da schön vernaschen. Aber ich muss da so die Eisen gehen, sonst ist es gefallen. Natürlich Albon, der jetzt versucht, ein bisschen reinzukommen. Der jetzt versucht anzugreifen. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir gleich das DRS haben von dem Ricciardo. Und solange sich die Dreiergruppe da vorne ein bisschen bekämpft, habe ich die Chance, vielleicht dran zu bleiben. Aber jetzt haben wir, glaube ich, DRS. Das müssen wir,
Jetzt versuche ich San Ricciardo ranzukommen. Rouge hoch, versuche da ran zu bleiben und dann hinten vor der Kurve auszubeschleunigen. Und jetzt haben wir den Flügel, den wir flach stellen können. Jetzt haben wir den Mega-Vorteil gegen Ricciardo. Wenn wir Glück haben, ist es gerade. Ja, genau. Er macht auf jeden Fall den freiwillig da. Also das heißt freiwillig. Er blockt uns eben quasi, will er uns wegblocken hin. Das soll nicht sagen, komm, ich gehe rechts vorbei, dann ziehe ich halt da links vorbei. Dann machen wir es halt anders. Dann setze ich mich da vorbei. Sind ja so vier. Also sieben Autos im Boot. Momentan läuft der Mercedes und. Vettel's leading the race. Ja, mal gucken, wie lange noch. Wenn das weiter so geht, können wir das Ding sogar hier heute rocken. Zwei Autos. Wir sind ja auch ziemlich weg von Ricciardo schon. Copy. Hab ich das? Also, was heißt wie verstanden? So, nächstes Auto ist Leclerc. Muss man jetzt erstmal den Ferrari die Lücke zuziehen, um eine Chance zu haben, da vorbeizugehen. Der Mercedes läuft auf jeden Fall über dieses komplette Rennwochenende. Verstappen kommt überhaupt nicht mit. Der ist nochmal, der hängt nämlich doch hinter den beiden, hinter den McLaren, Norris und Sainz. Der müsste auf 10 liegen. Während wir schon auf 4 liegen und Richtung Podium schielen. In this lap. Push now. So, Angriff gegen. You're increasing the gap to the car behind by a few seconds per lap. Keep this up. Ja, das wird noch nicht reichen, um ranzukommen. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu sehr oft drüber räubern. Sonst gibt es da nämlich irgendwann eine Zeitstrafe, die möchte ich nicht haben. Den Leclerc möchte ich nur noch bekommen. Das heißt, Richtung Podium will ich auch haben. Das wäre der Abstand zu Lewis Hamilton, wäre nicht dann nicht groß. Dann hätte man mich 13. Und wer hätte nur zwei Pünktchen verloren? Also für vorbei an Leclerc muss auf jeden Fall das große Ziel sein. Hamilton führt jetzt übrigens gegen Vettel. Er hat das an Vettel jetzt kassiert. Und der zweite Mercedes, also meine Wenigkeit, schickt sich gleich an Leclerc anzugreifen. Simon vor Ende des Rennens in Belgien. Ja, ich sage ja, spannendes Rennen auf jeden Fall. Erwartungen. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Wie gesagt, der Leclerc würde man jetzt gleich fallen. Jetzt ist auf der Rouge soll er fertig sein. Aber da muss er zumindest mal dranbleiben jetzt an ihm. Ich jag ihn jetzt ein bisschen. Und dann versuche ich die Lücke hoffe ich, dass ich die Lücke zu Vettel und Hamilton zu kriege. So, jetzt ein bisschen auf dem langen geraden Stück. Ja, Bastard wird nicht machbar sein. Dazu muss ich schon daneben sein und das ist definitiv nicht möglich. Also, vielleicht Kurve 1, das wäre eine Möglichkeit. Ne, das ist zu weit weg. Da haben wir einen Fehler eingebaut. Gap to teammate ahead is 4.6 seconds. 4,6 Sekunden nur noch auf Lewis Hamilton. Mein Ziel ist es, den Leclerc zu kassieren. Jetzt müssen wir auf der Rouge ein bisschen Glück haben. Dann kann das funktionieren. Dazu ähnlich wie bei Ricciardo auf dem Grab der langen Geraden. Dazu muss jetzt die Rouge auch passen. Passen tut's. Komm mal ran, oder? Ist zu lang, ist zu lang. Anfangs ist zu kurz. Da kommen wir nicht rein. Vorteil ist, dass Lewis vor uns liegt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal vielleicht eine Runde länger draußen bleiben als er. Oder vielleicht den Overcut probieren gegen den Ferrari. Vielleicht kassiere ich ihn, wenn ich eine freie Strecke habe. Jetzt hängen wir ein bisschen dran an Leclerc. Also da muss man jetzt erstmal vorbei. Aber der Vettel hat auch gefilmt, bis er zurückfällt. Jetzt bin ich ein bisschen besser dran gekommen an ihn. Ich lenke mich Kurven durch. Das erzählt sie ruhig, das wird nicht
Bastard, wie gesagt, ist untypisch. Da kriegst, da kommst du nicht rein. Da kommst du nicht an das Auto ran. So, fährt jetzt in der Box. Da haben wir die Möglichkeit gegen Leclerc. Jetzt geht es wieder wichtig, dass es hier ruhig hochgeht. Vernünftig hochgeht. Oh, der hat einen Fehler eingebaut. Ja, aber genauso. Das war vielleicht dein Glück, dass er ein bisschen sich den Arsch gerettet hat. Zu zweit ging den Liu Rouge gegen den Ferrari. Zieht zurück. We've been awarded a time penalty. Ja, ja, wie gesagt, das ist es. Genau das meine ich einfach. Das. Ah, da ist ein bisschen der Fehler drin gewesen. Jetzt versuche ich es nochmal anders. Ich will die Zeitstrafe nämlich nicht mitnehmen. Und außenrum an Leclerc an der Rouge vorbei. Leichte Berührung. Aber das ist jetzt mal wichtig, dass ich da vorbei bin an dem. An dem Bremsklotz vorbei bin. We're running an excess on fuel. Mix 3 is there if you need it. Mix 3. So, nächste sind dann Vettel und Lewis. Jetzt sind wir klar Zweiter nur. Also wie gesagt, gewinnen können wir das Rennen noch. Dazu muss aber jetzt erstmal die Lücke wieder zugemacht werden. 4,0 Sekunden der Abstand zu Hamilton. Ja, zieht es jetzt wieder ein bisschen weg. Es geht jetzt erstmal gegen Leclerc und gegen Vettel vor allem. Ne? Vielleicht reicht es, um den Vettel zu kassieren. Hamilton geht natürlich jetzt in die Box und vielleicht muss ich natürlich die eine Runde länger draußen bleiben, um so viel wie möglich von ihm wegzuknabbern. Lewis is in for a stop. Führender momentan sind wir, aber das wird sich jetzt in den. Das könnte sich nochmal ändern. Es wird aber knapp werden, ne? Wenn wir Glück haben und Lewis ein bisschen in den Verkehr bringen. Ja, mal gucken einfach. Schauen wir mal. Ja, komm, ey, du kannst mir doch nicht jetzt sagen, dass ich dagegen halten musste. Das war ja nur ein reines Ausweichmanöver, weil ich versuche so ein bisschen runter zu bremsen. Und dann nicht rüber zu bremsen. Ich habe ja die Reifen wieder durch, aber vielleicht haben wir ja Glück. Stoppen müssen wir auf alle Fälle. Aber vielleicht haben wir Glück. Der Hamilton muss warten wegen Verkehr. Vielleicht landet er im Verkehr. Und ich probiere es jetzt gleich auf jeden Fall. Wechsel gleich auf die Medium. Da haben wir frische Reifen. Vielleicht kann man ihn kassieren. Die Frage ist, wie ist heute der Abstand zu Vettel? Er muss größer werden. Ich glaube, es wird nicht reichen gegen Vettel. Schweige denn gegen Hamilton. Alright, so we've been looking at the damage. Das Problem hier. Irgendwann sind die Reifen durch. Jetzt ein Safety Car, das wäre super. So kurz vor der Box oder so. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. Die Reifen sind nämlich, wie gesagt, irgendwann durch.
complete. Go now. So, die Frage, reicht das? Gasly jetzt auch drin. Da ist Lewis Hamilton. Das ist Hamilton, Vettel, die kommen jetzt rein. Wir können ihn aber durchschlüpfen. Vielleicht reicht es. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Das war mein Lenkrad, dass er einfach sagt, ich gehe jetzt einfach mal aus, weil ich jetzt Bock drauf habe. Du kommst zwar aus der Box raus, schmeißt dich aber das weg. Warte mal. Ja, meine PlayStation sagt gerade komplett aus. Moment, ich muss das Lenkrad neu starten. Och, leck mich doch am Sack, Alter. So, geht jetzt mal weiter. Ja, genau, geht nochmal aus. Es ist ja geil. So, jetzt nochmal. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Scheiße. Habe ich natürlich habe ich beide natürlich vor mir. Ich wollte ein bisschen auf den Vettel noch zu kassieren. Dankeschön, Spiel. Och Mann, geh mir doch heute auf Nerven. Frische Reifen vergüttet. Du kommst da nicht rein. Du darfst definitiv kein Podium mehr holen. So, jetzt der Angriff gegen Vettel. Ich versuche es heute nochmal. Drei Runden mal noch. Vielleicht kriege ich einen Lewis auch kassiert. Vettel probiert es ähnlich wie bei Ricciardo. Ricciardo war auch vorbei an Sebastian Vettel. Platz 2. Angriff gegen Lewis. Drei Runden haben wir noch. Vielleicht reicht es sogar noch, dieses Ding hier nach Hause zu holen. Nice move. Good job. Mein Lenkrad hat nicht wieder irgendwas dagegen. Warum das jetzt wieder ausgegangen ist, die ganze Zeit verstehe ich nicht. Bisschen er ist spart. Vielleicht reicht. Beziehmäßig sollte es eigentlich passen. Können wir den großen Preis von Belgien nach so einem Rennen dann doch noch gewinnen irgendwie? Leclerc hat es mittlerweile aufgehalten. Die letzte Runde wird. Weil ich werde noch durchziehen. Knallhart. Ich will das Ding nach Hause fahren. Wir sind momentan 25 zu 19. Wir würden ein bisschen Punkte verlieren. Sollte aber das Ding sich drehen, würden wir 26 zu 18. Würden wir nochmal 8 Punkte nachlegen, hätten wir dann 33 den Vorsprung. Ja, es geht ein bisschen um die Vorherrschaft. Vielleicht reicht es. Hamilton. Hamilton schätze Runde nachgelegt. Ach, Spiel, nerv mich jetzt nicht. Nö, nö, nö. Du willst ein Rennen gewinnen? Vergiss es. Ach, du, Verbindung unterbrochen. Die lassen mich jetzt einfach nicht im Stich, ey. We have 5 laps of fuel remaining. Nein, nein, nein. Das. Ich bin zwar Asi, aber den will ich. Den hätte ich jetzt nicht machen müssen, den Move. Also den hätte ich nicht machen sollen. Mit einem Fehler. Der war auch mit einem leichten Quersteher. Also die KI macht auch leichte Fehler. Eben Leclerc, jetzt Hamilton. Vielleicht vor der ersten Kurve.
Oder kriegen wir sogar noch früher. Schönen Windschatten nutzen. Flügelflach gibt's nicht jetzt. Hier geht's jetzt nach der Busstop. Ah, ist noch ein bisschen weit weg, oder? Ja. So, der Angriff jetzt gegen Lewis Hamilton. Die Runde. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Und dann gibt's den Weg vorbei an Lewis Hamilton. Führung. Vorletzte Runde. Wir haben das, müsste das DRS eigentlich vor ihm haben. Weil wir noch hinter ihm waren, nach Eingang, oder? Ne, er wird dran greifen nochmal. Einen Wechsel darf ich machen. Den Change kriegt er nicht. Er geht jetzt natürlich im Windschatten. Das heißt, er hat DRS. Wieder Angriff Lewis vorne. Ich halte aber dagegen. Ich lasse mich da jetzt nicht abkochen von ihm. Aktuell haben wir sogar die schnellste Runde. Das heißt, es würde jetzt 26 zu 18 plus stehen. Statt jetzt. Damit heißt, hätten wir 33 Punkte Vorsprung. Wir sind von Platz 11 ins Ziel gegangen. Hamilton war Pulsitter. Das heißt, das wäre momentan der Sieg. Wir ziehen jetzt ein bisschen wieder weg. Vorletzte Runde. Aus. Das ist irgendwann gelb. Green Flag. Ja, es ist leider kein, in Anführungszeichen, kein Teamkollege. Das ist wieder gelb. Das ist also ein Fehler. Leclerc. Some information on Leclerc. They are out of the race. Hamilton will natürlich fast noch mal probieren. Der hat jetzt also noch eine Runde. Und jetzt. SC gibt es natürlich nicht, klar. There's three laps of fuel remaining. So, versuchen wir es natürlich jetzt ein bisschen noch. Was? Wofür? Ich habe doch noch nicht mal was gemacht. Ich bin doch nur leicht um die Kurve rumgerannt. Ne? 3 Sekunden musst du kriegen. Weil du darfst ja kein Rennen gewinnen. Ja, ich will diese 3 Sekunden nicht haben. Ja, jetzt versucht er natürlich nochmal. So, jetzt muss ich noch diese eine Runde überleben. This is your final lap. Final lap of the race. So, jetzt heißt es nochmal überleben, dieses Auto nach Hause zu fahren. Reicht das, um dieses Rennen zu gewinnen? Letzte Runde hier in Belgien. Ja, kleiner Fehler drin auf jeden Fall. Klar, lasse ich den jetzt nicht ziehen. Jetzt greift er nochmal an. Ich bleibe natürlich jetzt vorne. Ich will ihn. Ich hoffe, dass mein Link gerade jetzt nicht sagt, ich gehe jetzt nochmal ein paar Mal aus. So in der letzten Runde. Hauptsache du verlierst das Rennen irgendwie noch. Das will ich nicht. Das darf auch nicht passieren jetzt. Hamilton ist dran. Er will natürlich jetzt das Ding irgendwie mit nach Hause nehmen. Ich lasse ihn jetzt natürlich nicht rein. Nicht in diese Lücke jetzt. Ich habe eigentlich noch eine wirklich... Er hat noch wirklich eine Chance. Das ist die vor der Busstop. Das heißt, dieses lange gerade Stück. Vielleicht reicht es, um das Auto nach Hause zu fahren. Ich fahre jetzt noch ein bisschen eher als vielleicht. Der macht nochmal Druck, Druck, Druck. Den Samstag hat er mir genommen. Den braucht. Den hätte er mir sowieso genommen. Durch die Strafe. Durch diese Gridstrafe. Aber das war wichtig, dass Verstappen noch einmal bekommen hat. Hamilton bleibt jetzt erstmal ein bisschen raus aus der Situation. Kopf nicht ran. 0-3 hinten. Bus Stop. Strafe haben wir keine. Und dann gewinnen wir diesen Grand Prix von Belgien. Von Platz 11 gekommen. Und holen uns die 33. Wir haben Punkte Vorsprung. Sollte Lewis Hamilton nicht so eine schnellste Runde fahren. Aber retten uns das Ding nach Hause. Yes! Klar, Fahrer des Tages sollte durchaus klar sein, weil wir haben, wie gesagt, Platz 11 Plätze gut gemacht. Ja, 10. Das war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine phänomenale Saison. Klar, wir haben nach Hause. Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Also wenn man so viele Leute überholt, dann sollte man das Rennen auch gewinnen.
Ihr Auto war heute im Windschatten wirklich effektiv und das Team wird froh sein, dass der Motor in der heißen Abluft der anderen Autos nicht überhitzt ist. Er hatte keine Angst, die Reifen vor allem in den Kurven an ihre Belastungsgrenzen zu treiben. Dadurch konnte er später bremsen und ein viele Punkte, wie nicht viele Punkte von Red Bull. Von Verstappen zumindest nicht. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Aber den nächsten Schritt gemacht. Sie haben jetzt 33 Punkte Vorsprung vor drei Rennen zu Ende. Ja, nachdem das ganze Rennen nächste Woche läuft, können wir in Italien den Titel klar machen in der Meisterschaft. Dazu müssten wir dann 53 haben. Also müssten wir ja eigentlich gewinnen und Hamilton da vielleicht noch irgendwie 3-4, vielleicht maximal 8er werden. Dann wären wir Weltmeister. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richards vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Richards. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein, aber schauen wir uns dennoch die Tabelle an. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja gut, es waren klar einige Rückblenden gesetzt, aber die Strafen werden am Ende dann rausgehauen. Und ich fand die teilweise ein bisschen ungerechtfertigt. Weil teilweise muss die Lenkung öffnen und dann das die Situation mit dem Lenkrad und. Bei Ihnen sah das leicht aus. Jetzt. Es bietet sich an, mit beiden Wagen des Teams die vordersten Plätze zu belegen. So. Fürs Team. Glauben Sie, dass diese Gridstrafe berechtigt war? Ja, das hat sich richtig. Wir haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Eine Weile sah es eng zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen aus, aber Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? So. Heute war er chancenlos. Klasse, das war dann alles. Heute war er chancenlos, sogar keine Punkte geholt. Das ist halt doch nur diesen vierten Platz für Leclerc, für Albon diese 12 Punkte. Und wir holen halt die volle Punktzahl. Aber hey, wir haben zumindest mal die Aufgabe gelöst. Gegen den Rivalen. So, nächste Rennen ist in Italien. Da sehen wir uns wieder. Vielleicht holen wir da die Fahrer-WM. Bis dahin und tschüss.